Hallo zusammen, willkommen auf meinem Kanal. Tschüss! Der Ring kann ich gehen. Weiter geht's. Oha, zweite See, erkennt man in der Ferne, dort hinten ist er. Grob geschätzt, gemäss Karte, habe ich jetzt etwa, wenn man dort an dem Restaurant vorbei ist, ein Drittel von der ganzen Strecke. Auch hier hat es wieder ein Drahtseil, wo man sich daran heben kann, wenn es hier die Stege runtergeht. Sagen wir mal Stege, es sind keine Stege drin, aber es symbolisiert eine Stege zum Laufen. Jawohl, das sind richtig tolle Bergwanderwege mit solchen Strecken. Da werfen wir noch mal einen Blick zurück. Ganz, ganz, ganz weit hinten. Dort oben war der Startpunkt. Jetzt sind wir wieder ein Stück weiter runter. Jetzt ist der ganze Berg oben runtergegangen. Da vor mir befindet sich eine Wandertafel, Sachserlücke. Und seit wir das erste Mal eine Wandertafel gesehen haben, die in unsere Richtung zeigt, dass wir wissen, wo wir sind, sind wir wieder eine gehabt. Und jetzt führt es uns in die Lücke hier, in die Sachserlücke durch. Das heisst, von dort oben runter, vielleicht sieht man die einen oder anderen, die da jetzt gerade noch am Laufen sind, ist recht beliebt. Was ich ja vermutet habe, eben weil der ÖV noch später fährt, als sonst üblich ich das kenne. Das ist die sogenannte, ja, ihr könnt es ja lesen. He. Diese Lücke geht natürlich jetzt abwärts, ja natürlich, es geht abwärts. So wie das jetzt aussieht, glaube ich, haben wir den grössten Teil hinter uns auf dieser Strecke, dass es jetzt fast nur noch abwärts geht. Ja, irgendwie dort vorne an dieser Hütte vorbei. Da unten kann man den Weg sehen. Dann wahrscheinlich dort irgendwo zwischen den Hütten durch. Ich glaube nicht, dass es auf der normalen Strasse geht, wo wir da hinten sind. Aber wir sehen es, wenn wir dort unten sind. Gemäss Karte ist hier der Bollen-Mees-See. Tja, da sehe ich jetzt anscheinend nicht mehr. Da müsste irgendwie dort hinten sein. Anscheinend gibt es hier irgendwo Alpkäse zum Kaufen. Es war gerade ein Tafel. Jetzt sind wir ein Stück weiter runter. Jetzt sind wir schon fast bei der Hütte. Dem Haus. Weiter vorne sind wir an der Tafel. Zodeli so.
Da jetzt wieder ein Haufen so Tafeln mit Alpstein, Teil der Alpen, vom Meer ins Meer und in der geologischen Zeitleiste. Und da müssen wir offenbar mit freilaufendem Vieh rechnen. Weißt du, so droht hat, wo man dann einmal auf und zu muss machen. Ach so, wo Schwandertafeln, Pollen wehs. Ein Stück weiter unten. He? Und hinter mir hat auch ein Berggasthaus, das genauso heisst. Falls ich jetzt falsch davon ausgegangen bin, die Karte da oben falsch zu deuten und das vorne hat, sollte kein See sein, sondern der See, das ist der See, der hier ist. Dann lohnt sich der kleine Abstecher, weil ihr da einen See könnt anschauen könnt. Falls der Weg auf die offizielle Wanderroute geht, wie dort die geile Wandertafel angeht, dann geht das ca. 2 Stunden bis zum Brühlisau zu dieser Bergstation bzw. Talstation. Tja, entgegen meiner Freude, nicht auf dem Weg zu laufen, den ich oben gezeigt habe, geht es tatsächlich auf dem Weg jetzt hier durch im Moment. Naja. Schade halt. Mal einen Blick aufwerfen, wo wir überall durch sind. Dort oben, überall, alles oben durch. Irgendwann dazwischendurch, aber. Also gut. Ja, da hat sie die Nummer. Hervorragend. Geradeaus weiter. Furkeln mit 2 G geschrieben. Ja, ja, sehen Sie ja. Hey, Sebastian Autor YouTube. Du willst Therapie mit Kühen machen? Komm in die Schweiz, da kannst du Kuhtherapie machen. Gut, dann miteinander. Was macht denn die da hinten mit ihrer Zunge? Ajo, also. Mein Rucksack, nichts Spezielles. Der ist so gross. Habt ihr schon mal so eine grosse Kuhflade gesehen? Mamma mia! Dann werfen wir doch mal einen Blick zurück. Auch wieder so etwas sehr Faszinierendes. Ja, Stein ist jetzt nicht außergewöhnlich speziell, sondern eher wieder, dass auf dem Stein oben etwas wächst. Und nicht etwas Kleines. Da wächst ein richtig grosses Bäumchen. Und weiter oben auch noch. Wahnsinn, hä? Auf dem Stein. Die Wachs und Strauss, da wird alles Gras abgeraset. Hoi miteinander. Sali du. Hoi. Sali. Sali du. Sali. Hoi. Ja. Sehen richtig schön aus, die hier. He? Richtig gepflegt. Wunderbar! Ganz schön ausgeschildert. Der See, den wir mal von oben betrachten konnten, kommt jetzt immer näher.
Da gibt es auch überall Kühe auf der Weide. Und ganz weit in der Ferne oben. Ja, da sehen wir unseren Startpunkt, wo wir los sind. Logisch, das heisst der Startpunkt. Lol. Ja, es wird wahrscheinlich das Gleiche sein. Weiter oben habe ich auch schon mal etwas gesehen, aber das ist das einzigste Gewässer, das hier oben fließt, wenn dann etwas fließt. Ich frage mich nur, woher das Wasser kommt. Es fließt dann mal Wasser da. Kann man sich Wasser holen mit einem Trinkfilter, wenn es dann Wasser da hat. Eine Wandertafel, ne, da stehen keine Zeiten mehr drauf. Habe ich es doch voll übersehen, die Wandertafel, die zeigt anscheinend hier oben. Hier ist wieder ein Wanderzeichen, der Pfeil, ne, dass man hier durch kann. Da laufe ich natürlich hier unten, ist angenehmer als dort oben auf dieser Strasse. Da laufe ich gerade an einem Grillplatz vorbei. Ja, genau, so sieht er aus. Neben dran der See. Anscheinend jetzt eine angenehme Temperatur. He. Da sind ein Haufen Kinder. Irgendein Ausflug wahrscheinlich machen, keine Ahnung. Die Schulferien sind ja vorbei, so viel ich weiss. Aber da sind irgendwie extrem viele Kinder rum. Und da irgendetwas am Machen sind. Ups, das ist auch so brutal, bei diesen Steinen musst du immer aufpassen, wenn du auf die Schnur fliegst. Fies nicht verknackst. Ja, da ist wieder ein Zeichen, offizielle Wanderweg. Mal schauen. Ja, da hat es überall Leute am See. Ja, ich muss mal schnell schauen. Ich will wissen, was das Wasser für eine Temperatur hat. Also ja, ich kann sie nicht messen, aber ich will einfach mal die Finger reinheben. Oh cool, das ist so ein spezieller Stein. He. Ja, ist schön. Schön erfrischend. Da würde ich es auch noch reinspringen. Sieht noch ein bisschen steinig aus der Untergrund. Ein bisschen gefährlich. He? Also hier jedenfalls, wo ich jetzt gerade schaue. Also irgendwie zeigt die Karte wieder nicht richtig an, obwohl hier oben 3G-Empfang ist. Dann mal wieder kein Netz. Ja. Und irgendwie habe ich es fast vermutet. Das ist nicht der richtige Weg da unten durch. Der richtige Weg ist weiter oben. Es geht nicht im See entlang, nur ein Stückchen. Und dann geht es wieder weit rauf. Das heisst, dort unten eigentlich hätte ich rauf müssen. Dort unten ist eine Wandertafel, aber da war keine Nummer drauf. Da laufe ich halt geradeaus weiter. Jetzt gehen wir dort wieder rauf. Jetzt muss ich hier alles wieder rauf. Wäre wahrscheinlich besser gewesen, schlauer, alles auf der Strasse weiterzulaufen. Ja, ich habe unter die Wanderzeichen gesehen. Ich denke, ich bin falsch. Aber irgendwo da oben muss ich wahrscheinlich eine Strasse sein, da kommen auch meine Leute runter. Die gehen hier an den See runter. Also, da hat es keine andere Wandertafel als eine, die in die Richtung runter zeigt, wo ich jetzt raufgekommen bin. Wo ich davon ausgehen kann, dass ich mir eigentlich dort unten durchlaufen musste. So hat es jemand aus der Karte ausgesetzt, bin ich da oben. Da ist wieder irgendeine Gastwirtschaft. Vorne Wandertafel. Und dann schaue ich mal, ob ich wieder auf dem richtigen Weg bin, wenn das Netz da funktioniert. Ja, da bin ich schon richtig. Ich sehe schon weiter und die Nummern schon. Aber die Nummern zeigt auch geradeaus. Da vorne müssen wir einfach auch geradeaus. Wandertafel. Plattenbödeli. Da habe ich jetzt einen Abstecher gemacht, der nicht nötig war, aber so ist man schnell zum See gekommen. Kann man auch machen, wenn man nachher wieder den steilen Weg rauflaufen. Das ist wirklich steil, sage ich. Wenn ich es von dieser Seite mache, müssen wir runterlaufen. Logisch. Ja. So, da bin ich geschliffen, gehe ich etwas trinken. Und als ich in meinem Spiegel gesehen habe, bin ich abgeschrocken. Da bin ich richtig rot, trotz der Sonnencreme. Zweimal richtig eingecremt. Teilweise ist es noch weiss, man sieht Sonnencreme noch. 50 Faktor, reicht auch schon fang nicht mehr. Aber warum zeige ich das im WC? Weil das ein Spruch ist, den ich ganz witzig und cool finde. So, noch halte ich das halt fest. Was ich gerade machen, ist sie gerade gekommen und jetzt braucht das Gurri wahnsinnig schnell. Ein Appenzeller Zitronen Panache Naturtriebe. Das Appenzeller kenne ich schon, das Panache kenne ich noch nicht. Hier, das wollte ich euch eigentlich zeigen. Toller Unterschied gegen vorher, den ich euch vorher erzählt habe.
richtig mühevoll etwas gemacht, dass man eine Karte in den Finger hat. Ja, also, jetzt trinke ich das und dann geht es weiter. Das ist ja so, dass Geschmäcker unterschiedlich sind. Aber das war jetzt einmal ein Banagé, genau nach meinem Geschmack. Mehr Zitronengeschmack als Biergeschmack, für die, die das interessiert. Oh, jetzt geht es wieder kräftig bergab. Hui! Kommt dann leider auf die Kamera nicht so über, aber das sieht ziemlich steil aus. 25%, 30%, schätze ich. Swiss. Jetzt ist nur die Frage, wo muss ich durch? Es zeigt wieder eine Wandertafel hier hinten. Aber ohne Nummern. Das bin ich vorher schon mal reingehauen. Jetzt muss ich wieder auf die App schauen. Die funktioniert halbwegs. Weil der Empfang hier nur noch halbwegs gut ist. Oje, oje. Ich kann jetzt nicht sagen, läuft geradeaus, wenn man nichts sieht. Man sieht etwas. Hahaha. Brüllisau ist auch noch angeschrieben. Da hinten war ja Brüllisau angeschrieben. Ich glaube, ich muss schon hier durch. Das ist auch das Gondelbahnzeichen, aber das ist eben nicht gesagt, dass das der Schweizmobilweg ist, weil ich euch genau den will zeigen. Jetzt muss ich trotzdem auf die App schauen und hoffen, dass ich weiss, wo durch. Ja, irgendwie funktioniert es halbwegs. Die Position zeigt es an, die Karte nicht und die Linie zeigt es an und dann weiss ich, wo ich durch muss. Also eben, zu mir würde es halt gerne zeigen, aber es geht nicht. Ja, mein Halter von meinem Action-Cam-Ding, so ein Magnet, und sobald ich in die Nähe gehe, dreht es normal nebeneinander stehen, ja, ganz leicht sich gesehen. Eigentlich muss ich gerade ausgemäß dem. Weiter vorne jetzt aber einen Knick drin. Jetzt ist die Frage, das kann aber nicht der Knick sein, weil hier zeigt es an, wenn ich es einmal in die Richtung habe, dann zeigt es von der Route weg an. Also, was stimmt jetzt? Stimmt jetzt das, wenn ich es ausrichte auf der App? Heisst das, für mich heisst das jetzt eigentlich nichts anderes, als dass die das wieder nicht richtig ausgeschildert haben. Beziehungsweise die App hat etwas anderes wie das vor Ort, weil ich muss ja auf Brüllisau haben, zur Bergstation, Talstation und dort, wo der Bus ist. Aber ich würde gerne den Schweizmobilroutenwanderweg laufen und wenn ich jetzt wieder falsch laufe, kann ich wieder einen Haufen zurück. Weil, ja, es geht überall nur bergab und da geht es noch viel anstrengender bergab. Wisst ihr was, jetzt könnt ihr mich einfach, jetzt laufe ich hier durch, wenn eine Tafel ist. So, wie ist es jetzt? Jetzt laufe ich hier durch und nicht mehr auf dem Weg dort. Ich habe genug Zeit, wenn ich den letzten Bus muss verwischen, der um 6:30 fährt. Eben auch um 6:30. Was haben wir für Zeit? Was haben wir für Zeit? 6:30, 6:05. Ja, könnte knapp werden, wenn ich nicht richtig laufe, obwohl das ja dort hinten anzeigt. Ja, ich gebe eine Meldung zwischendurch noch mal einmal. Dann schaue ich nochmal drauf und hoffe, der Empfang ist besser und dann weiss ich, ob ich noch auf der Route gesehen bin oder nicht. Sonst macht es nicht so viel Sinn, euch etwas zu zeigen, das nicht von der Route ist, weil ihr das nicht seht, wenn ihr die würdet laufen. Deswegen möchte ich euch die Route zeigen und nicht irgendwas anderes. Oh Mann, also gut, hätte ich gelabert, los weiter. Ich kann nur eine Theorie in den Raum werfen. He? Weil normal, wenn man nichts sieht, läuft man geradeaus. Hätte ich dort auch gemacht. Ja, jetzt bin ich halt einfach einen schöneren Weg gelaufen, aber umständlicherweise wäre es hier wahrscheinlich schneller gewesen auf dem normalen Weg. Es ist gerade einer nebendran runtergerannt. Ja, runtergejoggt. Jetzt wahrscheinlich präsent. Keine Ahnung, den Rucksack tragen. Jetzt bin ich nur einen Umweg durch den Wald hier gelaufen, dass ich hier auf die Strasse runter wieder gekommen bin. Also ich weiss nicht, für die, die das sehen und das wollen laufen, ums Verrecken wollen einen steinigen Untergrund haben, wenn sie nur nicht genug haben von dem, was sie vorher hatten, hier hinten oben, gell, wo ich gezeigt habe. Die laufen halt hier durch, wie die Tafel zeigt und vor allem die anderen sollen einfach auf der Strasse bleiben. Das ist, also das habe ich jetzt total unsinnig gefunden. Noch so schön, wie es auch ist, auch wenn man rauf geht. Man geht einfach schnell dort nebendurch, anstrengender durch den Wald durch, über die Wurzeln und Steine, die klettern, kann es fast so nennen, für das kurze Stückchen. Und weiter oben kommt noch viel mehr tolles Panorama mit schönem Untergrund. Also, ich hätte die Tafeln entfernt, für die, die das sehen. Auf mich aus sehe ich niemand, aber meine Empfehlung wäre die Tafel, wenn ein Weg nach unten und dort oben, dass die Leute einfach auf der Strasse weiterlaufen. Das ist. Das ist mir jetzt schon ein paar Orten aufgefallen. Da hat man zuerst gedacht, vielleicht haben sie es extra gemacht, aber hier auch, das ist noch frisch. He?
wie alt das ist, kann ich jetzt nicht sagen, wie Experten, aber es sieht recht frisch aus. Überall hat Stein, der oben runterkommt, so Rutschi. Ja, Rutschi kann man es jetzt nicht nennen, so schwer, aber wahrscheinlich gar nicht mehr da. Aber da löst sich ein Haufen Gröll. Ja, seht ihr, warum Bäume so wichtig sind? Alle ihr, die immer Bäume abholzen wollen. Bäume halten das ganze Grümpel fest, das da oben runterkommt. Abgesehen davon, was sie sonst noch alles Nützliches machen für uns. Es hat überall da, kommt ein Haufen Material oben runter. Das ist mir nämlich gerade so aufgefallen, weil ein Stückchen weiter vorne. Da scheint es so eine kleinere Rutschung zu geben, weil da kommt auch immer wieder ein Haufen Plunder oben runter, wie es aussieht. Und das, was halt eben Bäume im Weg hat, wird von den Bäumen abbremst. Und das, was keine im Weg hat, das kommt bis auf die Strasse. Fast, da ist noch ein Stück zwischen innen. Gehen wir weiter auf dieser Strasse. Geht auch relativ steil runter. Es ist nicht der erste schwarze Punkt am Boden. Da haben wir gedacht, was Keibs ist, das ist das. Und jetzt sehe ich es mal genau. Schaut mal an, was da oben hüpft. Da hüpft was rum. Willst du nicht ins Wasser runter? Daneben dran fließt darum Wasser. Mal eine Schwitter, wahrscheinlich von dem oben. He? Ja. Dort, wo wir die Strasse nicht mehr sehen, dort geht es runter. Es geht die ganze Zeit ziemlich immer wieder steil runter. Wahnsinn. Ja, jetzt seht ihr immer, wie es näher kommt. Das ist bei diesem Untergrund mit den Schuhen. Da muss man ein gutes Profil haben, sonst rutscht man dann hier gerade fort. Ullala. Hey, losen dachte jetzt, ich lege das nie jemandem ans Herz, aber da ist es wirklich echt steil. Ich laufe hier schräg runter. Schräg. Damit ich nicht so schnell rutsche. Das ist ja so rutschig mit diesen Schuhen. Ich habe Wanderschuhe, aber das Profil von denen reicht offenbar immer noch nicht aus. Und da hüpft schon wieder. Dort ein, dort ein. Ja, die sieht man nicht von da oben. Ja. Die zwei Hügel aus Kies und Sandstein, oder was das Keibs ist, sind ja nicht ohne Grund hier. Weil das wahrscheinlich immer so rutschig ist, auch wegen den Autos, die offen müssen. Hier nochmal einen Blick zurück. So, jetzt sind wir weiter unten. Normale Strasse wieder. Da gibt es wieder eine Wandertafel. Die nennt sich Pfannenstiel. Und dort vorne gibt es auch eine Gondelbahn, die auch noch offen geht. Und die Wandertafel, die ich brauche, mit der Nummer ist auch drauf. Die geht auch dort vorne Richtung Gondelbahn. Seit jetzt keine drauf, aber weiter ist es anscheinend nicht mehr. Könnte gerade noch so länger. Ich habe noch 3/4 Stunde Zeit bis die letzte Busfahrt. Muss ich von hier noch dort vorne laufen. Wahrscheinlich sieht das jetzt nur noch so aus. Und das ist das Gondelmännchen da. Jo, wenn ich mich recht erinnere, ist das der einzigste Brunnen, den ich bis jetzt hier getroffen habe. Kurz dort nach der Gondelbahn. He. Wir müssen halt einkehren und in den Restaurant rein. Wenn ihr Durst habt oder genug mitschleppen. Weit ist es tatsächlich nicht mehr. Dort oben. Ja, dort oben ist die Station, wo ich gestartet bin. Das ist die Gondelbahn, die da offen geht. Und da vorne irgendwo ist die Gondelbahnstation. Jetzt wäre ich also wieder unten. Das wäre jetzt gesehen, die ja, Rundwanderung kann man sie nicht ganz nennen. Weil der Teil davon ja mit der Gondelbahn gemacht worden ist. Aber im grossen Teil kann man es so anschauen, als wenn es eine Rundwanderung ist. Zeitlich. Hat es mir gerade so gewankt, wo ich gesagt habe, 3/4 Stunde, habe ich in den Kopf gehabt, dass um 6:30 die letzte Busfahrt, die letzte Fahrt aber um 5:45. Aktueller Stand jetzt natürlich. Das kann sich immer ändern, das Internet sind die Filme halt einmal drin und dann ist das drin, was man gesagt hat. Aber das müsst ihr ja selber schauen, wie das fährt. Ich bin ja kein Fahrplanführer für euch. Ich zeige euch nur, wie was ist, wenn ich es erlebt habe. Und das ist so, dass ich es so knapp, ja, was auch nicht braucht. Ungefähr 20 Minuten von dort oben, wo ich gezeigt habe, bis hierher. In 10 Minuten kommt der Bus, muss nicht lange warten, perfekt. Wunderbar, toller Tag gewesen.
Temperaturen sich in Grenzen gehalten. Die Route war ja, halbwegs gemütlich gewesen. Das letzte Teil ist mit stressig. Würde ich den anderen Weg rumlaufen. Ja, nur wegen dem steilen Anstieg. Du hast mehr Steigung vor dir. Du bist wahrscheinlich noch anstrengender und du brauchst noch länger Zeit. Ja, deswegen, ich würde es so laufen, wie ich es gemacht habe. Ich mache es, wenn ihr Lust habt. Ne? Ich möchte ja nicht alles laufen. Es gibt ja zwischendrin die Möglichkeit, nicht mehr anders anzugehen. Ja, das war es in dem Fall für die Wanderroute. Danke, dass ihr bis zum Schluss dabei gewesen seid. Tschüss miteinander und bis zum nächsten Mal.